wollen ja nicht, dass die Schatten hier aufkreuzen. Und deswegen vernichten wir dieses Portal. Jetzt nicht. Schattenlord! Nein! Zombie-Apokalypse. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren gepflegten Runde Let's Play Risen 3 Titan Lords. Ja, es ist endlich soweit. Wir haben unsere Geschäfte hier auf Kalador erledigt und ich würde jetzt ganz gerne wieder zu unserem Schiff rudern, denn wir müssen weiter segeln. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Alles klar, wir machen eine Inspektion! Deine Mannschaft ist schon ziemlich speziell. Was meinst du damit? Wir sollten nur die besten Männer rekrutieren, jetzt, wo die Hölle über uns hereinbricht. Wer sagt denn, dass es nicht schon so ist? Oh Mann. Das gibt ein hartes Stück Arbeit. Wie immer. Oh yeah. Holzkopf! Na, du Schreihals? Und wie war dein Tag so? Polly lieb! Na dann. Pollys Papa in Höhle! Pollys Papa? Wer soll das sein? Saufkopf! Wenn du das sagst... Holzkopf! Hey! Rasier dich! Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Die Dämonenjäger haben die Zeichen der Zeit erkannt und wollen handeln. Doch ihre Kraft allein wird nicht reichen, den Tod aufzuhalten. Schönes Ding! So. Ich habe nachgedacht. Ach was. Ja, ich würde den Magiern zumindest so etwas wie einen Routenplan schicken, wo wir hinsegeln werden. Ich weiß nicht, ob ich will, dass die Magier alle unsere Schritte überwachen. Nun gut, war ja nur so eine Idee. Ja, war ja nur so eine Idee. Such dir wen anders zum Reden. Halt mal die Fresse, Digga. Alles klar, Captain. Ja, alles supi. Horas! Was wird, wenn das alles hier vorbei ist? Gute Frage. Ich gehe mich besaufen, schätze ich. So spricht ein wahrer Held. Unsinn. Das werden wir alle tun. Vermutlich. Aber keiner glaubt so fest daran wie du, dass es auch so kommen wird. Und genau darum wird dein Plan auch aufgehen. Sehr zuversichtlich. Hast du wieder etwas für mich? Gee, Captain. Sadek hat etwas ganz Besonderes. Hier, dieser Trank bewirkt den Blick des Blutes. Jedes lebende Wesen aus Fleisch und Blut wirst du damit erspähen. Gutes Zeug für die Jagd. Schnaps des Blutes haben wir erhalten. Hier ist noch eine Leiter. Die sehe ich jetzt zum ersten Mal. Hier unten war ich doch gar nicht. Ja, moin! Ich sehe das zum ersten Mal, dass wir hier runter können. Alles klar, Freunde. Läuft auf jeden Fall bei mir. Wir bedienen uns natürlich göttlich. Ist ja eh unseres, wenn man so will. Ist ja unser Boot, ne? Ist ja alles rumliegt. Ist klar, Junge, ist klar. Rasier dich! Alles klar, Freunde. Aha, wir könnten jetzt sogar Sachen brauen. Wollen wir uns da mal ranstellen? Trank des Abenteurers. Der Abwehr. Willens. Trank des Diebes könnten wir brauen. Alles klar. Wir haben keinen Äffchenschädel mehr. Das ist natürlich bitter. Ich bin kein Goldschmied. Ne, das ist wohl wahr. Das kann ich nicht. Also hier ist nichts weiter, aber interessant. Richtig interessant. Wir haben jetzt wieder den Trank des Diebes. Für die ganz harten Fälle, Freunde. Für die ganz, ganz harten Fälle. Holy fuckeroni. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Gut, dich zu sehen. Freut mich. Hey, du. Hi. Was geht's? Du willst doch nicht etwa so weitermachen, oder? Was meinst du?
Na, dieses gutmütige Gehabe, diese menschenfreundliche Kacke, die du hier in den Tag legst. Du solltest das lassen. Das kaufe ich dir sowieso nicht ab. Hey, Mendoza. Was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Ich habe großen Respekt vor der alten Kultur der dunklen Krieger von Kalador. Wow, und das aus deinem Mund. Ja, jedoch ist die große Zeit der Dämonenjäger schon lange vorbei. Wenn sie erst wieder zu ihrer alten Stärke finden würden. Aber das werden sie nicht. Wo ist denn Patty? Jaffa? Armer Ali. Jaffa hat seinen Schützling einfach zurückgelassen. Jaffa war selbstsüchtig. Hätte Alis Ausbildung niemals aufgeben dürfen. Unsinn. General Magnus ist jetzt sein Meister und kümmert sich um ihn. Ja, Jaffa weiß, aber macht sich trotzdem Sorgen um Ali. Sag mir lieber, ob du wieder Gold gefunden hast. Oh ja, und weil Captain so eine gute Seele ist, gibt Jaffa es auch gerne her. 152 Monedos. Läuft bei uns auf jeden Fall. Aber irgendwie... Wo ist Patty? Leute, wo zum Fick ist die alte Schrumpelmöse? Horas. Zum Stand der Fischer. Map. Die war ja da oben irgendwo. Teleport haben wir jetzt verwendet. Hierhin. Wo ist die Alte? Naja, die stand hier auf jeden Fall. Egal. Ey, scheiß drauf. Ohne Witz. Und ab zurück zum Schiff. Hallo. Ja. So, Leute. Wir schauen jetzt mal nach unseren Quest. Wir haben von Taranis der Feinschmecker auf Karte markieren. Lasst uns doch mal schauen. Wir haben noch ein Questziel auf Taranis. Auch Donnerinsel genannt. Okay. Wir könnten natürlich dorthin segeln. Das könnten wir durchaus tun. Aber das bringt uns noch nicht weiter. Böse Blicke. Verborgene Werte. Ich soll... Antigua. Soll ich sie zu Mac bringen? Das ist Antigua Questziel. Das nützt uns erstmal auch nicht weiter, ne? Ausstieg bei den Wächtern. Die Erzlieferung, die könnten wir auch schon mal zurückbringen. Der Feinschmecker, exquisiter Käse. Da kommen wir aber auch noch dran, denke ich mal. Kalador, Brief für Harry, Verlobungsring, Takarigua. Reich der Schatten. Antigua, Takarigua. Kristallportal an der Krabbenküste. Vielleicht sollten wir uns darum kümmern, Leute. Wir reisen zur Krabbenküste, Leute. Wir reisen erstmal jetzt zur Krabbenküste und erledigen dort das Portal. Wisst ihr Bescheid, Alter? Wisst ihr Bescheid? Das machen wir jetzt. Krabbenküste! Wir speichern, Ladies and Gentlemen, und stechen den See. Es wird Zeit. Es wird sowas von Zeit. Krabbenküste, auf geht's! Oh yeah. Bones. Das war wieder klar. Das war so klar, Freunde, das war... Verdammte Scheiße, sie haben eine Bombe! Hm.
Nein. Avada Kedavra! Und weg damit! Tschüssi! Die wollen mich auf Teufel komm raus in die Luft, ja, kann das sein? Avada Kedavra! Tschüss! Mit dir mache ich kurzen Prozess. Nein! Ende. Das lief jetzt nicht so geil. Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, please. Jetzt dürfen wir den ganzen Scheiß nochmal machen. Ja, den können wir jetzt überspringen. Und die können wir auch überspringen. Und die auch. Nice. Verdammte Scheiße, sie haben eine Bombe. Leben achten. Nächste, ihr Bitches! Könnt hier zurückkommen! Ihr werdet alle so elendig draufgehen, Jungs, ne? Mit dir mache ich kurzen Prozess. Ich sage, deine Mama lutscht in der Hölle! Pimmel! Avada Kedavra! Das war's mit dir, du kleines Stückchen Kaka! Questerfolg, Seeschlacht gegen Morgan. Oh yeah! Grabenküste ist da, wir haben es geschafft, Alter. Wir haben es geschafft. Wir sind Idioten, da. Was haben sie denn gedacht? Ich möchte gerne wissen, was Captain Morgan den abtrünnigen Piraten für ihre zweifelhafte Loyalität bezahlt hat. Nicht genug. Jetzt werden sie unter unserer Flagge segeln oder sterben. Gut so. Wir können ihre Kampfkraft auf See gut gebrauchen. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Questerfolg Allianz mit dem abtrünnigen Piraten, da ist Patty. Hey, dir ist aber schon klar, dass hier alles drunter und drüber läuft, ja? Was meinst du? Na eben genau das. Du weißt nicht einmal, wovon ich rede. Du musst dich mehr um deine Crew kümmern.
Sonst tanzen sie dir am Ende nur auf der Nase herum. Das mache ich doch. Außerdem, wenn alle Stricke reißen, verlasse ich mich ganz auf dich. Ja, ja. Mehr hast du nicht zu sagen? Meinst du, wir könnten dein Talent auf dieser Insel einsetzen? Ich könnte ja mit den Palmen reden. Vielleicht spucken die ja was aus über verborgene Schätze. Hm. Hier ist doch keine Sau. Vergiss das. So ist es, aber wir werden... Ich hätte da noch mal eine Frage. Ja, Horus. Ja? Wissen wir schon, wann wir in die nächste Schlacht ziehen werden? Weiß ich noch nicht genau. Entschuldigung. Warum willst du das wissen? Ach, ich führe nur ein Protokoll für die Magier. Je mehr sie über unseren Fortschritt informiert werden, umso besser. Ja, ja, mach du mal. Wer weiß, wann sie das zu lesen bekommen. Ich hoffe bald. Ich hoffe weniger. Weil die werden mit Sicherheit nicht mit allem, was wir hier machen, einverstanden sein. Edward, Zedek. Hä? Hier ist noch eine Leiter, okay. Mendoza. Hey, du kannst es nicht lassen, oder? Was ist denn jetzt schon wieder? Deine schleimige Art wird einfach schlichtweg unerträglich. Ach so. Ich sag dir was, wenn du auch weiterhin versuchst, hier den guten Mann zu spielen, dreh ich durch. Yo, yo. Jaffa, Horus, Kadett, Edward. Ich glaube, wir müssen echt zu dieser Insel gar keinen mitnehmen. Ich glaube, es war Nordstrand. Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Ja, das Portal ist hier irgendwo. Wir bewegen uns zum Nordstrand. Jawollo. Denn wir müssen hier auf jeden Fall etwas erledigen. Hier gab es noch ein Kristallportal. Und das möchte ich ganz gerne vernichten. Holy shit! Und ich glaube, die Höllenhunde hatten was dagegen. Das war jetzt dezent überraschend, Ladies and Gentlemen. Das habe ich nicht kommen sehen. Wir speichern an dieser Stelle nochmal. Besser ist das. Stirb doch! Alter! Holy! War das bitter eng, ey. Leck mich am Arsch. Was ein Mist hier, ehrlich. Die haben was dagegen, dass wir hier aufkreuzen. Wir hatten noch eine Pistole. Knochen. Waren das scheiß Portal, Freunde? War das hier nicht irgendwo? Da ist es. Nicht, dass die Schatten hier aufkreuzen. Und deswegen vernichten wir dieses Portal. Jetzt nicht. Ah! Schattenlord! Nein! Please! Da kommt dieses Mistvieh direkt da raus, dein Ernst, Alter? Please! Fick dich!
Alter. Da will man einfach mal was Gutes tun, kommt hier hin. Und dann kommt der verfickte Schattenlord da noch raus. Was soll der Mist, Alter? Please. Ich sag's ja, die haben voll was dagegen, dass wir das Scheißding kaputt machen, Ladies and Gentlemen. Haben aber ganz gewaltig was dagegen. Wir speichern. Nochmal. Es ist soweit. Komm, Schattenlord, komm. Oh! Alter. Bitch, please. Der ist aber richtig im Schlingelmodus, Freunde. Vergiss das. Du kriegst die Haut deines Lebens! Lauf! Heilung! Und weiter geht's! Wuhu! Aua! Nein! Nein! Heil dich! Oh nein! Komm! Zieh durch! Ja! Holy! Oh. Oh. Speichern! Alter! Feierabend! Das Kristallportal an der Krabbenküste ist zerstört worden. Oh. Hier überhaupt richtig? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Freunde. Ja, das war richtig. Hier hat unsere Reise begonnen, Freunde. Hier war das. Unsere verdammte Reise begonnen hat. Und ich muss sagen, wow. Das war eine richtig kranke Aktion eben hier. Richtig crank, man. Richtig, richtig crank. Scheiß Kristallportal. Alter Finne, ey. Also es gibt echt übertriebene Motherfucker, ne? Hier, Schattenzepter ist unseres. Den nehmen wir natürlich mit. Yes! Ich denke, wir haben hier an der Stelle alles erledigt. Der Schattenlord des Hasses ist Geschichte. Alter Schwede. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, wir reisen zurück zum Schiff, denn hier sind wir fertig. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Haben wir schon mehrfach jetzt gemacht, liebe Freunde. Wir sind am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mich mal durch ein Däumchen nach oben wissen. Wäre richtig nice, wäre richtig fresh. Ihr könnt natürlich auch komplett kostenfrei diesen Kanal abonnieren, damit ihr einfach nichts mehr verpasst. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Schimmede und noch einen wunderschönen Tag. Ciao!